Kleinigkeit möchte ich da machen, was Gefühle sind, dass die Zeiten, die Filme, alles, was ich reinstelle, hat eine Botschaft. Und erst wenn du den Film, den Lebensfilm weiterschaust, dann wird die Sache rund. Und schon diese einfache Tatsache hier, dass das niemals ein Gedanke von dir verstehen wird. Und das Aufbäumen, wo wir jetzt ja hatten, Ja. aktuell gehe ich jetzt nicht darauf ein. Du merkst sofort, das kannst du abhaken, es ist sinnlos, am besten hier wisch und weg machen. Aber ich will kurz, was Stimmung ist, und zwar unsere Manedoni-Geschichte nochmal ganz kurz, raumzeitlicher Schnickschnack. Helene war da mit der Tochter und dem Schwiegersohn, dann haben sie erzählt von der Beerdigung, und man soll jetzt im Hintergrund, und das ist eine raumzeitliche Geschichte, dass die ja extrem, die Don ist extrem verwoben worden in der Grünau hier, mit der Bergwacht, mit dem Verein, das ist ja kleine, die Helene als Schulrektorin, und der Toni ist dann gestorben. Sie sagt, sie wollte jetzt gar nicht raus, dass sie auf keinen trifft, weil es ist einfach unangenehm, dieses ganze Zeug, weil sie selber das ganz anders sieht. Und ich will kurz über die Beerdigung berichten, wo sie dann gleich von vornherein gesagt hat, sie will keinen Pfarrer, sie will gar nichts. Das muss man nicht, wenn man in so einem Klüngel drin ist. Und da waren nur die nächsten Verwandten. Und dann haben hier die Enkel, die zwei, Figi und die Sophie, das ist ja das letzte Selbstgespräch gewesen, habe mir jetzt nicht gemerkt, wer. Die haben dann ein Lied von mir, wo ich benutzen, du immer, habe ich im Bleinfeld laufen lassen, und das lassen wir jetzt mal schnell laufen. Das ist jetzt vorab. Die haben das dann gesungen am Grab. Und das ist dann eine riesige Stimmung. Und danach hier, wo sie dann wirklich auch alle ergriffen waren, im positiven Sinne. Und es ist eigentlich in der Sinn, in dem eigentlichen, was man normal nimmt, keine Trauer gewesen. Wo dann auch das Gespräch war, was ist in der Kiste jetzt eigentlich drin? Das ist Holo-Feeling-Denken. Und ich will jetzt ganz, ganz kurz, wenn du das Lied jetzt hörst, das habe ich schon ein paar Mal reingestellt und im Kleinfeld laufen lassen. Das haben die zwei Engel am Grab gesungen, und jetzt hör mal genau auf den Deck, dann kriegst du auf den Text, dann kriegst du Gänsehaut. Ich schalte es mal ganz, ganz kurz ein. Ich hoffe, es läuft. Hast du ihn, Don? Ja, ich habe ihn Alles gehört. gut. Ja, schön. Das ist übrigens, mach dich auf, und das schreiben wir jetzt Hebräisch, da machen wir das Archet groß, dann heißt es vom Bruder Ja. Aube, Schöpfobi. So viel gezweifelt, so viel gefragt, so viel verschoben, so viel vertan. Wann ist es Zeit, um loszugehen? Wer wird am Ziel noch mit uns stehen? Sind wir bereit, für Gott zu gehen, für seinen Namen einzustehen, in dieser Welt ein Licht zu sein? Ein Geistesvogel. Mach dich auf! Der Tag erwacht, erhebe dich aus stiller Nacht. Am Horizont sehen wir das Licht. Komm, breche auf, komm, zögere nicht. Breite deine Flügel aus und wie ein Adler flieg hinaus. Wohin wir gehen, wohin wir sehen, ist Gott schon da. So viel gelernt, so viel gehört, so viel versucht, so viel zerstört. Was wir erkannt, wird es geschehen oder als Traum in uns vergehen. Das ewige Wort in unsere Hand brechen wir auf in weites Land, und überall bleibt Gott uns nah. Mach dich auf, der Tag erwacht, erhebe dich aus stiller Nacht. Am Horizont
hörst und das geht dann, wiederholt sich. Und jetzt, wenn du auf den Text hörst, jetzt macht dann Sinn. Das ist, die Helene hat beim Toni, jetzt müssen wir immer raumzeitlich, es sind ja nur Gedanken, die wir uns jetzt denken. Ja. Dass er wirklich, die letzte Tage hat er wirklich nur absolut dieses Einverstandensein vorgelebt. Hm. Und sie lebt jetzt das vor, auch das Einverstandensein. Du kannst es bloß immer spiegeln. Ja. Weil es ändert nichts. Es ist existierend, es ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Da läuft nichts verkehrt. Ja. Aber das Schöne ist, es bleiben Figuren in einem Traum. Das kann nur der Geist verstehen, der träumt. Ja. Ich habe da so oft darauf hingewiesen, immer wenn Paare sind, jetzt ausgedachterweise, es wird einer als erster gehen. Ja. Aber es geht keiner von den beiden. Die Figuren gehen ja schon immer, wenn sie nicht gedacht werden. Ja, ja. Das ist, das Wachwerden kann bloß der Geist, der sich's ausdenkt. Und jetzt gibt es dann schon in eine ganz andere Perspektive. Die Falle ist diese materialistische Logik, egal welchen Glauben du anhängst, der ist materialistisch. Ob du Katholik bist, ob du Jude bist, ob du Buddhist bist, der Moslem bist, die wesentlichen Sachen werden nie angesprochen. Das heißt, die eigentlichen weltlichen Probleme, du kannst dir jetzt welche ausdenken, wo du sagst, die haben es verstanden, weil sie es extrem leben, weil du dir das so ausdenkst, aber die haben es dann trotzdem nicht verstanden, weil es bloß Gedanken sind. Damit schmälerst du dich schon wieder selber, weil du welche erschaffst, die angeblich besser sind, die was verstanden haben, was die ja erst verstanden haben können, imaginär. Wenn du dir das denkst, dann musstest du aber zuerst verstanden haben, als die Quelle für den ihr denken. Weil du bist die Quelle für alle Menschen, die du dir ausdenkst. Diese simple Logik gibt alles aus den Angeln. Und das ist hundertprozentig sicher. Und dann bringe ich immer wieder solche Sachen, die hier mit reinspielen. Das ist jetzt hier wahnsinnig mit ihrer Rechthaberei. Das Ego bläht sich bis ins Unendliche auf. Und das ist, wo ich sage, wenn in dir einer auftaucht, ist prinzipiell nur ein Protagonist in einem Traum und du musst sehr, sehr wach sein. Jede Kritik, die einer äußert an irgendetwas, sagt nichts aus über das, was er kritisiert, aber über dieses Programm. Das hast du zu beobachten. Du selber wirst noch mal kritisieren. Jetzt kann natürlich immer wieder bei vielen macht der Udo den Eindruck, dass er was kritisiert. Aber dann hörst du nicht ganzheitlich zu. Dann hörst du wirklich nur sehr, sehr oberflächlich zu. Das ist wie wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Das ist oberflächlich zugehört. Das ist alle Probleme überhaupt, die immer wieder sich erneuern, jetzt das Problem im Normalen, die gewohnt sind des Wortes. Das ist, weil die wiederholen sich, weil du den Fehler noch nicht erkennst. Dass jeder Moment, der in dir auftaucht, ist etwas Vorgelegtes, ein Fehler. Mom. Bis du dann weißt, hey, das da außen ist ja eigentlich in mir. Alles, was in einer gewissen Entfernung von mir in Erscheinung tritt, ist meine Information. Und die existiert nur, weil ich sie jetzt wahrnehme, weil ich sie denke. Das ist das Einzige. Das zu akzeptieren, was du beim Materialisten nicht schaffen, der stürzt ab und dann merkst du, das sind wirklich nur tote KIs. Mhm. Ich sage immer, besser für dich ist es, möglichst dich fernzuhalten von denen, nur das Nötigste. Jetzt in deiner Bröselwelt, in deiner Traumwelt. Was man halt mit einer Kassiererin an der Supermarktkasse spricht, wenn man freundlich ist, weil alles andere ist mühselig. Diskussionen, Kampf, eine Lügenwelt ohne Ende und ich sage, Lügen sind Fehler. Um mehr geht's nicht. Das war es eigentlich schon. Und dann holen sich auch die Puzzlestückchen jetzt mit die Lieder im Kleinfeld und was. Du wirst das merken, das ist so unendlich tief. Ja. Jetzt kann ich mir natürlich die jetzt wieder ausdenken, das Video, wo das gedreht wurde, das war ja ein Christentag. Ja. Die haben das nicht verstanden. Weil Gedanken nichts verstehen. Pixelmännchen verstehen nichts. Ja. Ja. Verstehen kann es nur der, der damit konfrontiert wird. Und es war auch nie in der Vergangenheit dieser Kongress. Dann könnte jetzt wieder einer sein, ich war doch da selber dort. Ich, der verwechselt sich schon wieder, der Geist, wenn er ein Geist ist, verwechselt sich schon wieder mit einem Gedanken. Ja, ja. Ja, so ist das Leben. Wir spielen noch eine Runde davon. Ja, danke dir. Tschüss, Traudl. Tschüss.